Die Menschen sind schlecht. Das ist nichts Neues. Brutale Morde. Fiese Betrügereien. Und spektakuläre Diebstähle, wohin man schaut. Manche Fälle sind bis heute nicht geklärt. Wir haben drei dieser prominenten Kriminalfälle zusammengefasst. Er ist der einst meistgesuchte Verbrecher Englands. Und das Rätsel um seine Identität macht ihn zur Legende. Kaum eine Kriminalgeschichte diente so oft als Vorlage für Romane oder Filme wie die von Jack the Ripper. Seit über 125 Jahren ist sein Fall ungelöst. Die Geschichte hat ihren Ursprung im Jahr 1888. Am frühen Morgen findet ein Arbeiter eine leblose Frau. Das Opfer ist grausam zugerichtet. Zwei tiefe Schnitte, mit denen die Kehle der Frau durchtrennt wurde. Auch in ihrem Unterleib klafft eine tiefe Wunde. Zeugen für den Mord oder brauchbare Hinweise gibt es keine. Mary Ann Nichols ist das erste Mordopfer einer ganzen Serie. Es werden vier weitere schrecklich zugerichtete Leichen gefunden. Sie alle sind Gelegenheitsprostituierte. Und sie alle werden vermutlich Opfer desselben unbekannten Serienmörders. Der Ripper sucht sich seine Opfer in der Nacht, schlägt zu und verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Der Fall erregt Aufsehen. Ein vermeintliches Bekennerschreiben taucht auf. Darin nennt sich der Messermörder selbst Jack the Ripper. Inzwischen geht man davon aus, dass der Brief das Werk eines geltungssüchtigen Journalisten ist. Die Sensationspresse übernimmt den Namen natürlich trotzdem gerne. Und bald reden alle nur noch von Jack the Ripper. Ein Pseudonym. Das ist das Einzige, was man vom Täter hat. Die Polizei durchsucht Metzgereien und Schlachthäuser. Man unterstellt dem Täter aufgrund der fachmännisch ausgeführten Schnitte an den Opfern anatomische Kenntnisse. Sogar als Prostituierte verkleidete Polizisten schickt man nachts auf Streife. In der Hoffnung, dem Ripper eine Falle stellen zu können. Aber es klappt nicht. Viele Möglichkeiten der Spurensuche hat die Polizei damals nicht. Die DNA ist noch nicht entschlüsselt. Die Blutgruppe kann man noch nicht bestimmen. Und Fingerabdrücke sind zur Identifizierung von Tätern erst ab 1892 anerkannt. Anfang November 1888 reißt die Mordserie auf einmal ab. Alles in allem ermittelt die Polizei damals gegen Dutzende Männer. Es gibt unzählige Verdächtige, die angeblich hinter dem Phantom Jack the Ripper stecken. Unter ihnen Alice im Wunderland-Autor Lewis Carroll und sogar der britische Thronfolger Prinz Albert Victor. Zahlreiche Kriminologen, Historiker und Hobbydetektive beschäftigen sich bis heute mit diesem prominenten Cold Case. Erfolglos. Noch immer ist der Kriminalfall Jack the Ripper ungelöst. Ein Sensationsfund elektrisiert die Wissenschaft. Angeblich sind dies die ältesten Menschenknochen, die je entdeckt wurden. So vermutet man zumindest im 20. Jahrhundert. 1912 präsentieren der Rechtsanwalt und Hobbyforscher Charles Dawson und der Paläontologe Arthur Woodward der Öffentlichkeit die von Dawson im südenglischen Piltdown entdeckten Schädelfragmente. Sie sollen von einem Frühmenschen stammen. Während das gewölbte, dicke Schädeldach menschlich anmutet, zeigen Unterkiefer und ein Eckzahn eher affenähnliche Merkmale. Es scheint, als sei der Missing Link zwischen Mensch und Affe endlich entdeckt. Dieser Jahrhundertfund sorgt weltweit für Schlagzeilen. Der Piltdown-Mensch wird nach seinem Entdecker benannt, Eoanthropus Dawsoni, und zunächst offiziell in den Stammbaum des Menschen aufgenommen.
Der Fund passt perfekt in die damalige anthropologische Vorstellung zur Evolution des Menschen. Vermutlich auch deshalb werden alle Zweifel an der Echtheit der Funde erfolgreich ignoriert. Der älteste Mensch der Erde, ein Brite. Lange behält der Piltdown-Mensch seine Position als vermeintlicher Urahn. Bis 1953. Über 40 Jahre später enthüllt eine Radiokarbon-Datierung, dass es sich bei den Knochen um eine dreiste Fälschung handelt. Untersuchungen belegen, die angeblich urzeitlichen Knochen sind maximal einige hundert Jahre alt. Jemand hat die Hirnschale eines Menschenskeletts aus dem Mittelalter und einen Affenkiefer auf alt getrimmt und verbuddelt. Der Piltdown-Mensch gilt bis heute als einer der spektakulärsten Wissenschaftsschwindel der Geschichte. Verdächtige gibt es viele, darunter auch Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle. Oder steckt der stolze Finder selbst hinter der Fälschung? Das Motiv? Die Gier nach Ruhm und wissenschaftlicher Anerkennung. Sein großes Ziel ist Dawson allerdings verwehrt geblieben, eine Mitgliedschaft in der renommierten Royal Society. Wer aber tatsächlich den Piltdown-Menschen in diesem prominenten Wissenschaftskrimi fälschte, weiß man bis heute nicht. Die Mona Lisa. Bis heute gehört das Bild zu den rätselhaftesten Gemälden der Welt. Vor allem, weil niemand so genau weiß, wer die geheimnisvolle Dame mit dem Silberblick eigentlich ist. Viele sind sich sicher, dass es sich bei der Porträtierten um Lisa del Giocondo handelt. Ihr Mann, der Florentiner Seidenhändler Francesco del Giocondo, soll Da Vinci beauftragt haben. Andere munkeln, die damenhafte Gestalt auf dem Bild sei Leonardo da Vincis Schüler und Geliebter Gian Giacomo Caprotti. Aber ganz egal, ob Lisa oder Gian Giacomo, der Blick und das Lächeln sind so einzigartig, dass es nicht nur das wertvollste, sondern auch das vermutlich meist gefälschte Gemälde der Welt ist. Nicht einmal das Exemplar im Louvre soll das Original sein. Das erzählt man sich zumindest, seit der Italiener Vincenzo Perugia 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre entwendet. Der Handwerker nimmt bei Renovierungsarbeiten das Bild von der Wand und trägt es unbemerkt aus dem Gebäude. Der Raub von Leonardo da Vincis 500 Jahre altem Meisterwerk ist einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle aller Zeiten. Perugia steht zunächst nicht unter Verdacht. Zum illustren Kreis der Verdächtigen zählt neben Pablo Picasso auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. Er soll den Raub persönlich veranlasst haben, um Frankreich zu demütigen. Doch alle Ermittlungen laufen ins Leere, obwohl die Polizei einen Fingerabdruck des Täters findet. Über 2 Jahre lang bleibt das Gemälde verschwunden. Die Mona Lisa gilt als unwiederbringlich verloren. Dabei versteckt Vincenzo Perugia sie die meiste Zeit in einer Holzkiste in seinem Schlafzimmer. Bis er sie im November 1913 nach Italien bringt, um sie an einen Kunsthändler zu verkaufen. Doch sein Plan geht nicht auf. Er wird verhaftet. Signore Leonardo. Ich verhafte Sie wegen schweren Raubes. Die Mona Lisa kehrt zurück in den Pariser Louvre. Der Fall scheint aufgeklärt. Bis Zweifel an Perugias Motiv aufkommen. Der behauptet, die Mona Lisa gestohlen zu haben, um sie in ihr Heimatland Italien zurückzubringen. Als ich eines Tages davor stand, dachte ich, es wäre doch eine schöne Tat, dieses Bild Italien wiederzugeben. Gerüchte machen die Runde, dass die echte Mona Lisa niemals nach Paris zurückgekehrt sei. Hängt im berühmtesten Museum der Welt etwa die berühmteste Fälschung der Welt? Wurde die Mona Lisa nur gestohlen, um später eine oder mehrere Kopien als Originale verkaufen zu können? Beweise gibt es keine. Und nicht eine der angeblichen Fälschungen wurde bisher gefunden.
Was heute allerdings geklärt ist, Untersuchungen von Leonardos Meisterwerk belegen eindeutig, im Louvre hängt die echte Mona Lisa. Ob Perugias Motiv in diesem prominenten Kriminalfall nun aber Patriotismus oder Habgier war, wissen wir nicht. Fazit: Das Leben steckt voller böser Überraschungen. Kennt ihr noch mehr prominente Kriminalfälle? Lust auf noch mehr skurrile Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.